Sternchen, ihr Lieben, ich habe heute mal wieder ein neues Video für euch. Und zwar zeige ich euch vier relativ einfache Weihnachtssnacks. Zwei davon sind Getränke und zwei davon sind etwas zum Essen. Und da ich dieses Jahr total auf dem Rentiertrip bin, sind zwei Sachen davon relativ rentierlastig, aber super, super niedlich. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ach, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil es gibt noch eine kleine Verlosung. Und dann geht's jetzt los. Oh, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also when it's cold and drear. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, such pleasure do you bring me. Oh Christmas tree, such pleasure do you bring me. Brings to us such joy and glee. Oh Christmas tree, such pleasure do you bring me. Christmas tree, you'll ever be unchanging. A symbol of goodwill and love, you'll ever be unchanging. Each shining light, each... Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holidays. Das war es auch schon mit dem Video. Und wie bereits am Anfang angekündigt, gibt es noch eine kleine Verlosung. Und das habe ich alles hier in diesem Päckchen drin. Ein Päckchen, das nicht an Kinder ausgeliefert werden darf. Ja, da waren ursprünglich mal Medikamente drin. Und ja, ich verlose weder ein iPad noch ein Handy noch sonst irgendwas. Also es ist wirklich nur eine klitzekleine Kleinigkeit. Und ja. Da ist einmal drin das hier. Von dieser Marke gibt es Zimtschnecken, unter anderem bei Ikea.
Und das sind eben, ich glaube, auch Zimtschnecken, aber mit Gingerbread-Geschmack. Meine Schwester hat die auch gekauft und sie fand die sehr lecker. Und ich dachte mir, wenn ich was verlose, dann muss natürlich auch etwas zu essen dabei sein. Und das nächste ist auch etwas zu essen, und zwar ein Quinoa-Cup. Da muss man einfach nur Wasser draufkippen und dann kommt es in die Mikrowelle und dann ist es auch schon fertig. Dann einen Hibiskus-Tee. Dann noch von Weleda so ein Nagelpflegestift. Das nächste ist auch von Weleda, und zwar eine Handcreme. Einfach in so einer kleinen Größe. Dann auch wieder in einer kleinen Größe so ein Handdesinfektionsgel. Finde ich immer super praktisch für die Handtasche. Und dann komme ich schon zu den letzten beiden Teilen. Und zwar sind das Plätzchenaufstecher. Aber das sind keine normalen Plätzchenaufstecher. Und zwar sind diese Plätzchenaufstecher Rose Gold. Und die sind so hübsch. Die sind wirklich super, super hübsch. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Aber ja, ich fand die so hübsch einfach. Ich hätte die am liebsten für mich selbst gekauft. Aber ich dachte, das ist irgendwie perfekt zum Verlosen. Und dementsprechend verlose ich die dann auch. Und ja, also wie ihr seht, das ist wirklich nur eine Kleinigkeit, aber ich dachte, zur Weihnachtszeit, da kann ich einfach mal Danke sagen und vielleicht freut sich ja der ein oder andere darüber. Wen das nicht interessiert oder wer das blöd findet, der muss natürlich nicht bei der Verlosung mitmachen. Schreibt mir einfach einen Kommentar in die Kommentarbox, und zwar schreibt mir mal, welches Video oder welche Art von Videos ihr von mir am liebsten schaut und welche Art von Videos ihr vielleicht gerne öfters sehen würdet. Dann habe ich nämlich auch was davon, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Und ja, mehr müsst ihr auch gar nicht machen. Ihr solltet natürlich Abonnent meines Kanals sein, weil das ist natürlich ein Dankeschön dafür, dass ihr mich schaut. Und ja, dann war es das auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich wie immer sehr, dass es euch gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!